Ja, danke Conny für die schöne Vorstellung und für das Intro. Herzlich willkommen heute zu diesem Webinar mit dem Thema Studienfachorientierung per App, Fallstricke und Überlebungen bei der Entwicklung. Also ich freue mich, dass ich heute das Thema hier einbringen kann und denn die Frage nach dem richtigen Studiengang bewegt ganz viele Menschen und vielleicht erinnern Sie sich selber auch noch an Ihre eigene Studienfachwahl und wie das war. Genau, und wir schauen heute dieses Thema nochmal an aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe Thesen mitgebracht, die auch ein bisschen zugespitzt, provokativ sind. Anhand dessen möchte ich ganz gerne vieles deutlich machen. Ziel des Webinars ist eben auch, ja, die idealtypischen Vorstellungen ein wenig zu entzaubern, was so eine App bieten und leisten kann. Und Sie heute mit den erforderlichen Entwicklungsschritten zu konfrontieren. Vorwiegend inhaltlich, ein wenig auch technisch. Genau, und im Prinzip geht es auch darum, dass Sie ein Online-Self-Assessment auch als App anhand von Thesen, Fragen, Beispielen heute betrachten werden. Und dann möchten wir damit zu einer realistischen Vorstellung zu diesem Thema gelangen. Also ein bisschen auch so wie so ein Online-Self-Assessment. Also wir gehen da durch diese Informationen, durch die Anforderungen und Erwartungen und kommen dann zu einer ja sogenannten realistischen Vorschau. Was ist beim Entwickeln von so einer App interessant, wichtig zu beachten? Damit möchte ich auch so ein bisschen auf Qualitätsmerkmale vorwiegend von fachspezifischen Online-Self-Assessments als App hinweisen und diese aufzeigen. Unter Studienfachorientierungsangeboten online verstehe ich auch Online-Self-Assessments. Die nähere Definition wird noch folgen, dazu werde ich noch was sagen. Das Spektrum ist sehr groß in diesem Bereich. Und unter App fasse ich halt verschiedene App-Typen, nativ, Web-App, hybride App, auch dazu später mehr. Also eine Studienfachentscheidung ist ein komplexer Vorgang und ja, dieser Vorgang braucht Zeit der Auseinandersetzung, der Verarbeitung von Informationen und der eigenen Reflexion. Wo stehe ich selber mit meinen Fähigkeiten, Neigungen, Interessen, Stärken und Schwächen? Genau, und dann ist die Frage heute hier, welche Inhalte soll denn so eine App überhaupt umfassen, damit Studierende mit den wesentlichen Anforderungen einerseits eines Studienfachs konfrontiert werden und sich damit auseinandersetzen? Und wie wird denn eine Reflexion bei den Studierenden zu eigenen Erwartungen angeregt? Und wie gelingt auch eine Darstellung von komplexen Inhalten auf einem Smartphone, ohne eben oberflächlich zu werden? Welche App-Typen gibt es und welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden? Das sind so Fragen, die ich heute hier ganz gerne bearbeiten möchte und mit Ihnen anschauen möchte. Und Ziel ist eben auch ein wenig so eine Orientierung oder sogar ein Leitfaden über bestimmte Thesen und Fragestellungen zu geben, damit Sie das für eigene Vorhaben auch einsetzen. Gerne würde ich auch mit Ihnen, sofern Erfahrungen vorliegen, ja, Erfahrungen von Ihnen auch aufnehmen und Sie können gerne im Chat Hinweise, Fragen notieren und ich versuche darauf einzugehen. Gut, das zum Inhalt schon mal vorneweg. Der Ablauf, der sieht heute so aus, dass wir zunächst einmal zum Punkt kommen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wo Sie stehen, welche Vorstellungen Sie mitbringen, was Sie an diesem Thema interessiert. Wir sind ja heute eine kleine, knackige Runde. Trotzdem frage ich Sie erstmal vorneweg vieles. Und dann im nächsten Schritt wird es darum gehen, einfach nochmal zum Ausgangspunkt und zu der Idee von Studienfachorientierungsangeboten als App zurückzugehen, zu den Online-Self-Assessments, um zu schauen, was ist denn da auch nach wie vor die Herausforderung und Hürde. Und genau, nachdem ich Sie da nochmal so eingeführt habe, wird es dann gleich darum gehen, mit guten Beispielen, Fragen, Thesen, zugespitzte Thesen anzuschauen, zu gucken, was ist wichtig bei so einer Entwicklung, inhaltlich und technisch. Und am Ende werden wir dann noch
diskutieren vielleicht, Fragen können beantwortet werden, aber auch Sie können Hinweise geben und nochmal Wünsche äußern. Ich nehme das dann gerne auf. Ich habe so Abfragen für Sie vorbereitet und freue mich auf Ihre Beteiligung. Genau. Am Ende zeige ich Ihnen noch die Literaturliste und dann sind wir mit diesem Webinar soweit durch. Okay, als erstes frage ich Sie. Ich habe hier einige Fragen. Mich interessiert natürlich, was bringen Sie so mit? Welche Interessen, Vorstellungen haben Sie? Hier haben Sie alle Fragen im Überblick. Ich blende Ihnen aber gleich mal die erste Abfrage ein. Und zwar ist meine erste Frage an Sie: Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Online-Self-Assessments bereits gemacht? Und da habe ich die Kategorien aufgeführt. Ich weiß wenig, ich kenne verschiedene Online-Self-Assessments. Ich habe schon an einem Online-Self-Assessment teilgenommen oder ich habe sogar schon eins entwickelt. Genau, da können Sie antworten. Ich sehe auch, das tun Sie schon. Das ist gut, super. Und im zweiten Feld können Sie gerne nochmal eintragen. Das ist so eine offene Abfrage, mit welchem Interesse Sie heute hier in diesem Webinar zu uns gekommen sind. Das würde mich nochmal interessieren, welches Interesse Sie mitbringen. Hier können Sie einfach in das Feld eintragen. Schauen Sie, dass Sie in der Zeile bleiben und nicht mehrfach ansetzen. Es kann nämlich passieren, dass Sie dann Ihre Antworten überschreiben. Da nochmal hier unten eingeben, welches Interesse Sie mitbringen, würde mich das freuen. Ich lasse Ihnen einen Moment Zeit. Ich sehe aber auch schon Erfahrungen, es ist hier ganz gut aufgestellt von, ich habe ganz wenig Erfahrung bis ich habe schon an der Entwicklung von einem Online-Self-Assessment mitgemacht oder damit zu tun gehabt. Ist alles vertreten. Ah ja, ich sehe auch. Jetzt kommt noch eine Antwort zum Interesse, mehr über das Thema zu erfahren, um zu schauen, ob das was für unser Projekt ist. Ich beschäftige mich mit der Frage nach geeigneter Beratung, Unterstützung für berufstätige Studierende und Interessierte. Okay, nochmal die beruflich Qualifizierten als Zielgruppe in den Blick einzunehmen. Danke. Und dann noch eine andere Antwort. Mich interessiert, ob OSAS etwas für unsere Hochschule wäre. Das ist wahrscheinlich auch erstmal so. Erstmal Informationen reinholen. Jetzt sehe ich hier noch, welche Besonderheiten gibt es bei der Entwicklung von Apps zu beachten? Wo liegen didaktisch die größten Unterschiede zu Desktop-Software? Genau, dazu werden wir heute auch sicherlich, wenn Sie etwas mitnehmen. Mich interessiert, ob OSAS etwas für unsere Hochschule wäre. Ja, ich denke, Sie werden alle etwas mitnehmen heute in dem Webinar. Da ist alles drinne. Dankeschön für Ihre Beteiligung. Und jetzt würde ich gerne noch eine Abfrage stellen. Hoffe, dass Sie, Moment, das ist die Abfrage. Das ist die Abfrage, welche Vorstellungen Sie denn mitbringen, wenn Sie nun das Wort oder diese Begrifflichkeit App zur Studienfachorientierung hören. Woran denken Sie da und welche Assoziationen und Vorstellungen haben Sie da im Kopf und was sollte so eine App leisten können? Das ist hier oben in der ersten Frage. Da würde ich Sie auch bitten, nochmal was zu nennen und sich beteiligen. Und weiter unten haben Sie die zweite Frage, was sollte eine App so auf gar keinen Fall sein? Ich möchte Sie auch gerade bewusst jetzt schon fragen, ohne dass ich etwas vorgegeben habe, welche Vorstellungen, Assoziationen Sie mitbringen. Ich lasse Ihnen auch hier wieder etwas Zeit, dazu antworten. Ah ja, da steht eine bei der ersten Frage eine Art Fragenkatalog wie bei Quizduell. Soweit möglich Einblicke ins Studium bieten. Vorgeschmack. Eine weitere Antwort ist hier in der ersten Frage. Ich denke, eine App kann nur eine erste Orientierung und einen Überblick geben, einen ersten Eindruck vom Fach. Genau, das werden Sie heute auch nochmal sehen, was dort geht. Dann als Frage, was sollte auf eine App auf keinen Fall? Langweilig sollte sie nicht sein, schlecht gemacht, nutzerunfreundlich. Ja, das sind gute Hinweise. Das sind wichtige Punkte. Danke für Ihre Beteiligung. Und dann werde ich jetzt nach dieser Abfragerunde nochmal jetzt zurück in die Präsentation gehen. Und dann geht's los mit dem ersten Inhalt. Genau, Ausgangspunkt, Idee.
Idee der orientieren online, da möchte ich nochmal so auf dieses Thema eingehen, dass so eine Studienfachentscheidung doch ein komplexer Vorgang ist und dass es auch einen gewissen Handlungsbedarf in diesem Feld gibt. Das möchte ich Ihnen aufzeigen, wenn man sich so überlegt, welches Fach und wo und wie kommt die Entscheidung zustande. Da gibt es ja einige Aspekte, die man zur Ausgangslage nochmal, die ich Ihnen nochmal sagen möchte vorneweg. Dieser Vorgang zu einer Entscheidung wird nach den Autoren Schuler, Hell und Pessler in so eine 8 Phasen der Studienentscheidung eingeteilt, die Sie jetzt hier sehen. Genau, und das fängt damit an, dass ich zunächst einmal überhaupt erkenne, gebe Ihnen auch nochmal so einen Pfeil dazu. Ich hoffe, ich finde ihn, einen Zeiger, genau. Fängt mit so einer Sensibilisierung an, dass Sie erstmal wissen, okay, ich muss hier eine Entscheidung treffen, will ich studieren oder nicht und was will ich studieren. Und ich komme dann erstmal dazu, mich selber mit meinen Fähigkeiten, Interessen und Neigungen also kennenzulernen. Was bringe ich da mit? Wo möchte ich so hin? Was sind meine Interessen? Eine weitere Phase, die darauf folgt, das ist auch so ein bisschen aufeinander aufbauend zu sehen, ist zu gucken, ist die Umweltexploration, die ich untersuche, was gibt es für Ausbildung, was gibt es für Berufe und Werdegänge. Und dann schaue ich mir an, ja, passt denn das, was ich jetzt mitbringe und das, was ich gefunden habe, zusammen? Ich vergleiche, wo sind denn meine Entfaltungsmöglichkeiten? Und dann komme ich dazu, diese ganzen Informationen zu reduzieren oder auch zu vertiefen und weitergehende Informationen zu sammeln und mich dann allmählich auch festzulegen auf eine Entscheidung. Dann haben wir hier die Phase der Nachentscheidung. Binde mich zunehmend an eine Entscheidung oder ich revidiere. Um Ende, hier in der 8. Phase haben wir die Umsetzungsphase und da geht es nochmal darum, wie ich nach der Entscheidung die weitere Information zu sammeln und ja, den Berufsbeginn auch zu starten. Das sind schon einige Phasen, die verdeutlichen ganz gut. Ich würde den Zeiger jetzt mal wieder wegmachen, der wandert sonst hier wild rum. Verdeutlicht gut, dass das schon an sich ein komplexer Prozess ist. Dazu kommt, wie mehrere Studien eben auch belegen, dass es eine hohe Abbruchquote gibt, die bei, ja, einmal zahlreiche Optionen, an welchen Hochschulen ich studieren kann, aber dann gibt es auch eine hohe Abbruchquote, ein Drittel ist im Durchschnitt, aber in einigen Fächern liegt diese Abbruchquote sogar höher. Das im Prinzip einfach nicht das richtige Studium oder halt ein Abbruch vorliegt und ja, wieder neu sich informiert werden muss. Und da gibt es, der Dr. Häuplein hat dazu die These aufgestellt, dass so eine ungenügende Kenntnis, Selbstkenntnis und auch ein Informationsdefizit eben dazu führen, dass es die häufigsten Gründe für einen Studienabbruch darstellen. Und im Prinzip stellt er auch eine These auf, dass es im Prinzip für Schüler sowas wie Räume der Selbsterfahrung in Hochschulen geben sollte. Das ist mein interessanter Ansatz, um halt ja, die Anforderungen kennenzulernen und auch die eigenen Interessen und Neigungen halt besser sehen, darüber zu reflektieren. Na, ein Punkt ist halt, dass kurz vor der Studienentscheidung einfach immer noch ganz viele Schüler unreichend informiert sind. Und genau, da gibt es weiterhin Bedarf an guten Angeboten. Nochmal zusammengefasst, die Herausforderungen von einem Studienstart sind viele. Studienanfänger sollten idealerweise halt gut informiert und orientiert sein. Sie sollten ja, die Fachkenntnisse gut einschätzen können und wissen, wie sie selber stehen und wie sie auch die fachlichen Ziele erreichen. Sie sollten fachlich interessiert und hochmotiviert sein. Es sollte eine gute Betreuung vorliegen und sie sollten sich auch in der Eingangsphase gut integrieren und das Ganze sollte auch noch finanziell abgesichert sein. Das sind
so einige Faktoren, die die Studien, die Schüler mitbringen müssen, und der Übergang von der Schule zur Hochschule ist komplex. Das wird hier auch nochmal in dieser Abbildung ganz deutlich. Man so schaut, links sehen wir das individuelle Kompetenzprofil. Diese Abbildung ist von Professor Hanf, die in einem Workshop zu Qualitätspakt-Lehre-Projekten in Niedersachsen darauf aufmerksam macht, dass es immer noch ungenügend Vorbereitungsangebote gibt, die die Kluft zwischen Studienerwartung, Studienrealität gut aufeinander anpassen. Und diese Abbildung zeigt halt hier links das Kompetenzprofil, das eine Einzelperson mitbringt. Dann den gelben Bereich, das Anforderungsprofil eines Studiengangs. Genau, und nach diesem Pfeil sehen Sie, es gibt entweder Überschneidungen oder Lücken, die da sind und die den Studienstart erschweren. Und wichtig ist bei diesem Prozess im Prinzip dieses Abstimmen der eigenen Erwartungen, der eigenen Kompetenzen, die ich mitbringe, und das Lernen von der eigenen Einschätzung ist ein Lernprozess, ein Prozess, der auch während des Studiums und darüber hinaus ein wichtiger Lernprozess ist. Und das beginnt im Prinzip schon in einem Online-Self-Assessment. Es ist eine Heranführung, genau, eine bessere Einschätzung und Reflexion zu erhalten. Gut, das soll jetzt erstmal so ein bisschen vom Hintergrund reichen. Ich komme jetzt einfach nochmal zur Idee von einem Online-Self-Assessment. Kurz zusammengefasst, es ist ein webbasiertes, interaktives Informations- und Beratungsangebot für studieninteressierte Schüler, Schülerinnen, aber eben auch beruflich Qualifizierte. Soll eine Erweiterung zur Studienberatung sein. Das heißt, es besteht auch eine enge Verbindung zur direkten Studienberatung, Fachstudienberatung einer Universität oder Hochschule. Und die Impulse, die gesetzt werden in einem solchen Angebot, sind einfach das Anforderungsprofil im Studiengang gut kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen und, wie gesagt, schon die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten, Neigungen und Erwartungen zu checken. Dazu werden verschiedene Mittel eingesetzt. Und zwar geht es darum, ja, eine realistische Vorschau zu provozieren, indem man fachbezogene Fragen und Aufgaben durchläuft und dazu auch ein Feedback bekommt, automatisiert. Es werden aber auch Abfragen zur Erwartung, Selbsteinschätzung, zum Erwartungsabgleich, was bringe ich für Erwartungen mit, was sind aber für Anforderungen da. Es werden pointiert Informationen zu einem Fach zusammengestellt, die den Aufbau des Studiums, den Studienalltag betreffen und auch die beruflichen Perspektiven aufzeigen. Es werden Inhalte zusammengestellt, die auf zielgruppenspezifischen Erhebungen basieren, und erreicht werden soll damit, dass es eine bessere Orientierungshilfe gibt bei der Studienfachwahl. Und dass es auch mehr Sicherheit gibt über die eigenen Fähigkeiten, Interessen und auch die Standortprofile des Fachs sehr klar transportiert werden kann. Und im Prinzip ist die Idee, dass es der Studieninteressierte gut informiert in ein Studium startet und dass das Studium gut zu ihm passt, was er gewählt hat, und dass der Studienabbruch möglichst reduziert wird. Das jetzt mal so als theoretischer Hintergrund. Ich möchte Ihnen dazu gleich ein Beispiel geben. Also das ist jetzt ein Beispiel, vielleicht nicht für ein Online-Self-Assessment, aber das hier sehen Sie ganz schön. Das ist ein Beispiel einer App von vom Ministerium für Bildung, Bildungsministerium Rheinland-Pfalz und der Agentur für Arbeit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz und Saarland. Und hier geht es eher darum, eigene Interessen zu checken und dann im Anschluss eine Studiums- und Berufsliste zu erhalten. Und diese App erhalten Sie in einem App Store. Es ist für iOS und Android-Geräte eine App, die zur Verfügung gestellt wird, kostenlos. Und hier geht es darum, hier sehen Sie, Sie kriegen ein Statement zu einem Interesse. Hier ist es zum Beispiel so, dass die Frage ist hier, es macht mir Spaß, Englisch zu sprechen. Und hier kann ich dann angeben, stimme voll zu, vollkommen oder überhaupt nicht. Und am Ende erhalte ich hier rechts die Übersicht,
zu Empfehlungen halt, welche Bereiche und ob es soll ein Studium oder eine Ausbildung sein. Das ist ein Ergebnis, was ich basierend auf meinen Antworten zu Interessensstatements erhalte. Das ist jetzt mal eher so ein Beispiel für fachübergreifende Angebote. Der Fokus hier liegt eher bei studienfachbezogenen, spezifischen Angeboten. Und dazu gebe ich Ihnen aber auch noch mehrere Beispiele. Ein anderes Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein webbasiertes Angebot. Das ist die aus der FU Berlin. Und die FU Berlin hat ein ganz schönes Online-Studienfachwahlassistentenangebot, in dem man wesentliche Bereiche zu einem Fach, hier geht es um Lehramtsstudiengänge, und hier finden Sie, wenn Sie, ich suche nochmal den Zeiger raus, wenn Sie mal schauen, wir haben einen Start, da gibt es allgemeine Begrüßungsinformationen, dann gibt es Informationen zum Studium, dann gibt es Studienmodule, Beispielaufgaben, Studienalltag, Perspektiven und die Frage nach dem Bewerben. Das ist eine ganz schöne Navigation. Sie gehen hier durch und können einfach auch den Fortschritt sehen. Und wir haben hier eine Beispielaufgabe. Es geht halt um die Frage, was bedeutet unterrichten? Man wird hier in diesem Beispiel schon so ein bisschen eingeführt in Inhalte, die in dem Studiengang ja, Studienschüler, Schülerinnen erwarten. Und man soll hier im Prinzip diese Aufgabe dann lösen, nachdem man etwas Input erhalten hat. Hier geht es darum, so diese Anforderung, Klassenmanagement, Motivationsaktivierung und kognitive Aktivierung, Statements zuzuordnen. Und wenn es richtig ist, gut. Wenn nicht, dann kriegt man hier noch weitere Hinweise. Also man arbeitet schon so ein bisschen in diesem Thema anhand dieser Fachaufgabe. Das ist ein Beispiel, das ich Ihnen schon mal so mitbringe, damit Sie ungefähr schon mal eine Ahnung, wie sowas aussehen kann. Genau, das ist an dieser Stelle jetzt auch erstmal zum Input ausreichend. Ich möchte jetzt gern zu meinen Thesen kommen, die ich aufgestellt habe, um ja nochmal zu diskutieren und kritisch anzuschauen. Also ich habe Fragen, Thesen zur Entwicklung von Studienfach- und Türungsangeboten mit per App mitgebracht. Und zwar habe ich die hier aufgeführt. Es geht vorwiegend auch um inhaltliche Entwicklungsschritte, die ich damit aufzeigen will, die notwendig sind. Und diese sechs Thesen will ich Ihnen erstmal nur nennen und dann werde ich halt pro These nochmal reingehen und Beispiel zeigen und nochmal kritisch auch so ein bisschen das Ganze anschauen. Es fängt an mit der ersten These, App als schnelle Studienfachorientierung für unterwegs, ist hier die Frage. Dann die zweite Frage ist mit falschen Erwartungen aufräumen. Wie? Was Studieninteressierte wirklich wissen wollen und sollten. Dann als dritte These oder Frage die Definition geeigneter fachlicher Anforderungen und Aufgaben. Das ist ein langer Prozess. Eine weitere Fragestellung ist gute Darstellung versus komplexe Inhalte. Was ist da in Apps möglich? Und auch in der Abbildung auf Smartphones. Die fünfte Frage ist, macht Gamification in der Studienfachorientierung überhaupt Sinn? Und die sechste Frage oder das sechste Thema ist Pro und Contra, Vor- und Nachteilung verschiedener App-Typen. Genau, das sind so ein paar Leitgedanken, Fragestellungen, die ich Ihnen auch mit auf den Weg geben möchte. Und jetzt kommen hier zu diesen Thesen mehr Informationen. Wir beginnen jetzt mit der These 1, also App als schnelle Studienfachorientierung für unterwegs. Wie wir ja schon gesehen haben, ist die Studienfachentscheidung ein komplexer Vorgang an sich. Die Phasen der Entscheidung sind umfangreich und die Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen und Fachanforderungen benötigt einfach Zeit. Zeit für Reflexion, Zeit, um Wissen zu verarbeiten, sich zu informieren und Lernen benötigt Zeit. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit einem Fach ist auch unabhängig von dem Angebot von Format App oder Nicht-App oder Web-Angebot ist ein wichtiger Punkt. Da ist der wichtige Punkt dabei die Zeit. Und je mehr Unsicherheit ein Schüler oder eine Schülerin mitbringt, desto mehr Zeit braucht er auch, um
sich durch diese Informationen und Reflexionsphasen durchzugehen. Im Prinzip, genau, es ist so, dass zwar ein App-Angebot attraktiv erscheint, es ist ein flexibler Zugang, die Zielgruppe ist ja auch mit den neuen Medien, den Umgang mit neuen Medien gewohnt. Und dennoch bleibt es dabei, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist. Ich werde Ihnen jetzt nochmal anhand dessen zeigen, was ein Angebot, eine Online-Self-Assessment-App eben auch umfassen muss, sollte. Das zeigt nochmal, was wichtige Inhalte sind und wie umfangreich das Ganze ist. Dann kommen wir näher zu der Beantwortung der Frage, ob das unterwegs und schneller überhaupt möglich ist. Und zwar sehen wir hier nochmal im Überblick ganz gut, welche Themen das alles umfasst. Es geht ja darum, dass es erstmal so etwas wie eine Begrüßung gibt. Es geht darum, dass ein Abgleich von Erwartungen, falschen Erwartungen, richtigen Erwartungen mit dem, was Anforderungen im Fach sind, passiert. Die eigenen Stärken, Schwächen, Kompetenzen sollen angeschaut werden. Nötige Kompetenzen sollen auch aufgezeigt werden. Es gibt jeweils ein Feedback dazu, was nochmal so ein Resümee ergibt und auch auf die wichtigsten Themen hinweist. Studieninhalte und Bedingungen werden gezeigt. Der Campus als solches wird angeschaut in fachbezogenen Angeboten und Berufsperspektiven werden auf unterschiedliche Weise eben auch dargestellt. Das sind umfangreiche Informationen, die man erhält und wichtige Themen, die einfach nochmal zeigen, dass ja, das vielleicht nicht ein schnelles, kurzes Angebot ist, sondern dass das auch Zeit benötigt, um da durchzugehen. Ich habe hier nochmal das auch am Beispiel ganz schön mitgebracht. Das ist auch wieder ein Beispiel von der FU Berlin. Da geht es nochmal auch um einen Studiengang, der ganz gut zeigt, welchen Umfang das ausmacht. Also das Informieren, sich testen, konzentriert auch Aufgaben durchzuführen. Wenn man zum Beispiel jetzt auch mal an mathematische Berechnungen denkt, wo man vielleicht mit dem Stift nebenbei noch Notizen macht, um dann die Antwort einzugeben und prüft, wo steht man jetzt mit den eigenen Stärken und Schwächen, braucht es eben auch eine gewisse Konzentriertheit und Ruhe, um das zu tun. Und vielleicht können ja einzelne Elemente auch unterwegs durchgeführt werden, aber dennoch braucht es Zeit und konzentrierte Auseinandersetzung damit. Die Frage ist, wie wird so eine App-Nutzung aussehen? Dazu gibt es kaum bisher Untersuchungen. Es gibt zwar natürlich Studien darüber, dass die Nutzung von Apps und mobilen Mediennutzung das insgesamt zunimmt. Also ZDF und ARD haben eine Online-Studie 2013, in der sie auch feststellen, dass es immer mehr Endgeräte in deutschen Haushalten zur Verfügung stehen, vor allen Dingen auch Tablets. Aber was macht man mit diesen Endgeräten und was macht man dann unterwegs? Und am häufigsten, so wurde laut dieser Studie, wurden Smartphone-Apps genutzt, indem man dann halt Instant Messaging nutzt oder soziale Netzwerke darin aktiv ist. Man schickt Nachrichten und informiert sich über aktuelles oder aktuelle Tagesnachrichten. Es geht um Kommunikation, E-Mail, WhatsApp, Facebook, Navigation. Es werden Suchmaschinen betätigt. Wetter, Verkehr sind interessante Sachen oder aktuelle Nachrichten eben reinzuholen. Das heißt im Prinzip, bisher gibt es dort kein Assessment, was genannt wird. Dafür wird es bisher nicht genutzt. Hier fehlen im Prinzip auch noch Untersuchungen. Das ist ein neues Feld, wie weit spezifische Angebote genutzt werden und daher möchte ich hier nochmal dafür appellieren, dass die Forschung schnell und unterwegs eher kritisch betrachtet werden sollte und auch aktuell eher verneint werden sollte. Reflexionsarbeit ist etwas, was vielleicht nicht schnell geht und insofern genau ist das so ein bisschen das Resümee zu der ersten These.
Gut. Ich komme jetzt zu der zweiten These. Mit falschen Erwartungen aufräumen. Genau, mit falschen Erwartungen aufräumen. Wie kann das passieren? Wie geht das? Wir haben so ein Phänomen, dass studieninteressierte starten und in den ersten Semestern entdecken, ach, das sind falsche Vorstellungen gewesen, die ich mitgebracht habe. Das ist doch anders als erwartet. Und die erste Frage ist, welche Vorstellungen bringen denn Studieninteressierte mit? Schüler, Schülerinnen, beruflich Qualifizierte, was bringen die mit? Und es ist wichtig, diese Vorstellungen und Fragen der Zielgruppe zu untersuchen, gründlich zu untersuchen, um die aufzubereiten und in Statements, in Erwartungsabgleich oder in fachlichen Aufgaben oder Anforderungsabgleich in einem Online-Angebot auch abzubilden, dann die Konfrontation der Interessierten damit zu provozieren. Genau. Also dazu ist es nötig, diese zielgruppengerechte Entwicklung zu machen, indem man die Untersuchung, die Zielgruppe untersucht und die Erwartungen abfragt. Das kann man beispielsweise machen, indem man Studieninteressierte bei Hochschulinformationstagen befragt. Da gibt es ja manche Informationsveranstaltungen, die man gut dazu nutzen kann und alle Wünsche, Vorstellungen, Interessen und häufige Fragen auch zu erfassen. Darauf eben in solchen Studienfachorientierungsangeboten auch Antworten geben zu können. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist auch Lernhürden zu entdecken. An welchen Punkten drückt sozusagen der Schuh? Experten aus den Fächern, aus der Fachstudienberatung, in den Studiendekanaten wissen auch, welche Gründe da sind. Beispielsweise in einem Projekt hier an der Uni Hannover gibt es häufig wieder in der Fakultät Maschinenbau sind natürlich so typische Hürden Mathematik und Elektrotechnik und die werden häufig unterschätzt. Diese notwendigen Kompetenzbereiche, Fachwissen dazu auch sich anzueignen. Und das, darauf kann man auch in Angeboten im Vorfeld schon hinweisen. Genau. Das erst einmal dazu. Das soll an dieser Stelle vielleicht auch erstmal reichen. Ich habe hier als Beispiel mal mitgebracht, wie das aussehen könnte. Eine FAQ-Liste, die Antworten geben auf typische Fragen, die die Studieninteressierte mitbringen. Und hier ist es so gelöst, dass die ältere Studierende Antworten auf diese Fragen geben, die Studieninteressierte haben und damit eben auch aufklären. Genau. Wir haben als nächstes nochmal so eine Folie. Wir haben hier ein schönes Beispiel auch aus dem ehemaligen Projekt Test Yourself an der Juristischen Fakultät hier an der Uni Hannover. Hier geht es darum, dass man zum Thema Anforderungen, zum Thema im Fach Rechtswissenschaften einen Erwartungsabgleich anbietet, die Teilnehmenden durchlaufen Statements, verschiedene Statements und müssen dazu zustimmen oder ablehnen. Und am Ende erhalten sie so einen Feedback-Graph, der ihre Antworten im Vergleich zu denen der Dozenten zeigt. Und beispielsweise haben die Lehrenden die schriftliche Ausdrucksweise im Jurastudium als wichtigen Punkt benannt und der Sprache, Umgang mit Sprache steht im Mittelpunkt. Und aber so ein Irrglaube ist, dass zum Beispiel Latein für ein rechtswissenschaftliches Studium nicht nötig ist, aber das ist trotzdem eine falsche Erwartung, die häufig ans Studium herangetragen ist. Und mit diesen Dingen klärt dieser Feedback-Erwartungsabgleich ganz gut ab, auf und visualisiert das Ganze nochmal schön. Genau, Feedback-Erwartungsabgleich. Wir haben insgesamt hier zur Entwicklung eines Erwartungsabgleichs nochmal
Möchte ich nochmal betonen, es ist wichtig, eine fundierte Analyse und Erhebung in den Zielgruppen zu tun, um damit halt auch ein Qualitätsmerkmal eines Angebotes zu schaffen. Also ein Erwartungsabgleich, der basiert auf Erhebungen, auf diesen Inhalten, die die Studieninteressierte als Fragen oder falschen Erwartungen mitbringen. Und das ist ein wichtiger Aspekt zu dieser These. Bei der nächsten These geht es darum, um die Definition fachlicher Anforderungen und Aufgaben. Also, hier geht es darum, wie klärt sich denn das Fach? Wie stellt sich das Fach seine Anforderungen klar dar und fördert halt eben auch geschickt eine Auseinandersetzung? Und an dieser Stelle ist es so, dass gute Fragen ja einfach auch Zeit brauchen, um entwickelt zu werden. Und dann eben auch auf Schülerperspektive angepasst werden sollen. Eine attraktive Darstellung ist dabei ein wichtiger Punkt. Und dass innerhalb der Fakultät wesentliche Anforderungen klar und gut dargestellt und sich darauf geeinigt werden, ist ein längerer Prozess. Das ist ein Prozess, wo eine Anforderungsanalyse getätigt werden muss, der per Workshop mit Experten umgesetzt werden kann oder aber auch, wir haben hier ein Beispiel auch aus der Fakultät Maschinenbau wieder an der Leibniz-Uni Hannover. Hier wurde eine Analyse der Kompetenzen durchgeführt innerhalb eines Projektes. Wir haben jetzt gleich hier in dem nächsten Bild eine Kompetenzmatrix für die Fakultät Maschinenbau. Das ist jetzt, müssen Sie nicht so in kurzer Zeit durchdringen. Hier geht es darum, dass hier die Fachkompetenzen, unterschiedlichen Kompetenzen dargestellt werden. Im Projekt wurde eine kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung an der Fakultät durchgeführt. Es wurden qualitative Experteninterviews mit Lehrenden an der Fakultät durchgeführt und ausgewertet. Und es ist ein längerer Zeitraum gewesen, ich glaube 2 Jahre, wo diese Ergebnisse analysiert werden. Und auf Basis dieser Ergebnisse wurde sowas wie eine Kompetenzmatrix abgeleitet. Und anhand des Kompetenzprofils können dann im Studiengang lassen sich auch individuelle Lernziele, Lernergebnisse formulieren und klar darstellen. Und diese können natürlich wiederum dazu genutzt werden, auch Statements und Aufgaben für ein Online-Self-Assessment auch als App zu entwickeln. Für Schüler oder für Studieninteressierte, aber auch Studierende ist das gut einsehbar und auch für sich testbar. Ich kann selber anhand dieser klar definierten Kompetenzen Ziele für mich überprüfen, wo ich stehe. Und aus dieser, genau, das sind. Genau, ich kann für mich noch mal ganz klar prüfen, worauf kommt es in diesem Studium an. Und wenn diese Hinweise klar in einem Angebot im Vorfeld eines Studiums transportiert werden und die Interessierten sich damit auseinandersetzen, ist das ein wichtiger Lernschritt. Genau, Transparenz über die erworbenen, zu erwerbenden Kompetenzen das gibt eine klare, realistische Vorschau. Diese unterschiedlichen Kompetenzfelder, wie Sie sehen, also hier fachliche Kompetenzen, zum Beispiel auch Fachkompetenzen im wissenschaftlichen Bereich, dazu gebe ich Ihnen Beispiele. Wir haben hier ein Beispiel aus der Chemie. Da geht es ums Verständnis von Chemiefachkompetenz. Das kann in einer Aufgabe gelöst werden. Und man hat hier die Frage, das ist Single-Choice-Abfrage. Ich kann hier aber auch noch eine Erklärung zu der Frage erhalten und ganz rechts sehe ich halt, wie der Stand meiner Antworten ist, wie viel Prozent habe ich richtig geantwortet, wie viel falsch. Und das ist ein Beispiel für eine Aufgabe im Fachbereich. Dann habe ich hier noch ein weiteres Beispiel aus eine Mathe-Experten-App. Sozusagen, hier ist eine Formelsammlung aus dem Bereich Mathematik und Physik zur Verfügung gestellt und im Prinzip hier ist das Besondere, dass ich die Anwendung einmal berechnen kann,
So nach dem Motto, zeig mir, was du weißt, und ich schaue mal, wie ich damit es berechnen kann. Das ist ein bisschen aus dem Bereich Lern-App. Die Simulation ist für Teilnehmer sehr attraktiv. Und genau, gute Aufgaben und Programme dazu zu entwickeln, das ist halt zeitintensiv. Dann habe ich hier nochmal ein Beispiel, wo ich jetzt nicht so genau darauf eingehen will, aber es ist sehr spannend. Das ist die Mathematic-App, die es ist auch eine Lern-App, die beispielsweise als Mathe-App an der Hochschule Offenburg auch in Vorkursen eingesetzt wird, also ein bisschen à la Blended Learning-Konzept, also in der Präsenz in Vorkursen nutze ich halt dieses Angebot der Mathe-App und kann halt die Mathe-Grundlagen für die Studienstart damit absichern. Das Schöne hier an dieser App ist, dass man eine Aufgabe bekommt, man kann sich einen Tipp anzeigen lassen oder auch das Endergebnis, man kann sich Merkzettel setzen und Aufgaben auch nochmal zurücksetzen und Aufgaben durchführen. Es ist so ein bisschen wie so eine Klausurtrainer auch und ein ganz spannendes Angebot. So kann eine Fachaufgabe beispielsweise auch in einer App präsentiert werden. Genau. Als nächstes habe ich nochmal ein anderes Beispiel aus den Bildungswissenschaften. Hier sind verschiedene Bereiche gezeigt und Fragen und Antworten, die ich geben kann. Soll jetzt einfach nur mal so einen Eindruck geben, wie das aussehen kann. Ich habe jetzt ein Beispiel noch zu Fachaufgaben, also Feedback zu einer Fachaufgabe aussehen kann. Eine Aufgabe kann dann nach der Beantwortung natürlich, wenn es richtig ist, ist es gut. Wenn nicht, dann kann auch noch mal so eine Aufklärung stattfinden. Und hier geht es halt um das Thema Sublimation. Und hier wird noch mal dargestellt, wie das denn funktioniert und vertieft noch mal dieses Wissen zu diesem Thema. Wenn man jetzt nochmal diese Frage, die Ausgangsthese nimmt, Anforderungen in einem Fach zu erstellen, ist sehr aufwendig, ist ein komplexer oder ein langer Prozess. Ja, das ist nach wie vor so, denn in einem Fach gute Aufgaben und Fragen, auch gerade im Antwort-Wahl-Verfahren zu erstellen, ist ein langer Prozess und dafür wird Zeit und Ressource benötigt. Das bedarf ja auch die Integration aller Beteiligten, um dann auch Aufgaben gut abzustimmen. Gut, ich komme dann zur nächsten These: gute Darstellung versus komplexe Inhalte. Die Frage ist, widerspricht sich das oder geht das vielleicht miteinander? Apps auf Smartphones brauchen eine ansprechende Darstellung, also weniger Text. Mehr multimedial, kleine Schritte von Lerneinheiten und Inhalten auf mobilen Endgeräten sind leichter zugänglich. Ich kann keine großen textlichen Angebote machen. Die Attraktivität nimmt dann für diese Auseinandersetzung zu. Die Inhalte an sich sind nicht neu, aber sie müssen anders dargestellt werden. Und wie die Nutzung von Apps verläuft, bleibt zu untersuchen, aber ich habe schöne Beispiele mitgebracht, die zeigen, dass eben auch Lerntyp entsprechend audio- und visuell kombiniert diese App-Angebote ganz gut gelöst werden können. Und dass sich diese These eigentlich gute Darstellung versus komplexe Inhalte aufhebt und auch nicht, es ist kein Widerspruch ist, sondern dass es auch eine Lösung dafür gibt. Dem halt komplexe Fragen, Video per Animation, Screencast oder Fragen in mehreren Blättern unterteilt werden. Dafür gibt es Lösungen. Wir haben hier ein Beispiel der Khan Akademie. Und zwar geht es hier darum, dass wir also verschiedene Schwerpunkte aus der Physik haben. Man kann sich ein Thema auswählen. Hier zum Beispiel wurde in der Mitte das eindimensionale Bewegung ausgewählt. Und dann gehe ich in dieses Thema rein und erhalte einen Screencast mit gleichzeitig laufendem Text unterhalb des Screencasts. Hier wird gezeichnet, hier wird es, die Inhalte werden besprochen und erklärt. Ich habe eine sehr schöne
Ansprache auch unterschiedlicher Lerntypen, audio und visuell. Und genau, das hat einen guten Effekt. Es wird in verschiedenen Studien auch bestätigt, dass der Wissenserwerb dadurch halt auch sehr gut unterstützt wird. Und das Beispiel der Khan Akademie ist hier so ganz gut gelöst. Inhalte können natürlich auch als Video dargestellt werden. Hier beispielsweise wird gezeigt, wie so eine große Vorlesung in Jura funktioniert oder wie eine Gruppenübung in der technischen Mechanik läuft. Genau. Das sind Möglichkeiten, Inhalte auch sehr lebendig und gut darzustellen. Erklärvideos zu Studieninhalten können eingebunden werden. Genau. Ich gebe gleich mal ein bisschen weiter. Ich sehe, die Zeit läuft uns davon. Campusinformationen können per Karte gut dargestellt werden. Wichtig ist in all diesen Darstellungsfragen auch eine Zeit für die Entwicklung guter Symboliken oder Bilder oder Screencast. Das ist also im Prinzip gibt es keinen Widerspruch, komplexe Inhalte darzustellen, aber es muss halt Zeit investiert werden, um ne, mit Expertenwissen einfach auch gute Symboliken zu entwickeln und Themen gut zu visualisieren. Gut. Ich werde jetzt gleich zum nächsten Thema hüpfen, Gamification. Macht denn Gamification in der Studienfachorientierung Sinn? Hier ist der Punkt, dass erstmal grob zu Gamification, was ist das überhaupt? Bei Gamification geht es darum, dass die Anwendung spieltypischer Elemente in eher spielfremden Kontext passiert. Also ich nehme zum Beispiel Erfahrungspunkte oder Fortschrittsbalken, Ranglisten, Wettbewerb, bestimmte Auszeichnungen halt und versuche durch diese Spielelemente eine Motivationssteigerung bei den Personen zu erreichen, die eher, ich sage mal, langweilige, in Anführungsstrichen, oder komplexe Aufgaben erfüllen sollen. Ziel dabei ist halt, die Benutzer zu motivieren, den Lernerfolg zu hören, erhöhen, aber auch Kunden zu binden. Also gibt es hier sowas wie so das sogenannte Chocolate-Covered Broccoli-Phänomen, dass eher langweilige Aufgaben attraktiv gemacht werden sollen. Das ist die Frage, wie das überhaupt gelingen kann. Und wirft für mich auch die Frage auf, sind Aufgaben denn schon per se langweilig oder ist es auch so, dass es die Zeit fehlt, um eine gute Aufgabe zu entwickeln? Denn ich gehe davon aus, meine Gegenthese ist, dass eine richtig gut entwickelte Aufgabe aus dem Alltag auch gleich die Neugierde entweckt und das Interesse der Teilnehmenden weckt. Und eine weitere Frage, die hier auch offen bleibt, ist, inwieweit denn dieser Gamification-Ansatz, wenn er angenommen wird, eben davon ablenkt, sich auch wirklich ernsthaft mit den Anforderungen auseinanderzusetzen. Genau. Wobei die Spannbreite von Gamification reicht es schon, dass ich eine Fortschrittsbalken einführe oder dass ich Punkte gebe, wenn das schon der Gamification-Ansatz ist. Lässt es sich bestimmt Angebote attraktiver machen. Genau. Ich gebe Ihnen nochmal Beispiele dazu. Wir haben hier also ein Gegenbeispiel, im Prinzip eine gute Aufgabe kann eben sein, dass sie einen Alltagsbezug hat und auch schon durch die Aufgabenstellung anregt, neugierig darüber nachzudenken. Wir haben hier so ein schönes Beispiel zu den Äpfeln. Wir haben die Äpfel in einem Korb, wir schütteln den Korb und was passiert? Gehen die Äpfel, die großen Äpfel, gehen die nach außen oder in die Mitte und ich muss darüber nachdenken. Dahinter steckt sich ein physikalisches Konzept und ich schaue, dass ich mit weiterer Erklärung halt dieses Konzept insgesamt erfassen kann. Hier unten weiter ist auch die Frage, die so ähnlich auch nach einem Konzept aus der Physik fragt. Ich habe eine Badewanne mit Wasser, ich habe einen Eisblock. Was ist, wenn der Eisblock schmilzt? Level vom Wasser, wird es höher, niedriger oder gleich? Genau, das sind so Konzeptfragen. Die sind spannend, darüber wird das Interesse schnell geweckt. Hier zeige ich nochmal ein letztes Beispiel zum Gamification-Bereich aus der Technischen Hochschule Nürnberg. Und zwar die Studitheke. Das ist ein Angebot zur allgemeinen Studienfachorientierung. Und hier geht es darum, dass ja, die
der Teilnehmer in eine Bar kommt, da gibt es Avatare. Jeder Avatar steht für ein Studienfach, für einen Studiengang. Und ich bekomme bestimmte Fragen, wenn ich hier durch die Bar laufe, wenn ich auf bestimmte Avatare treffe. Und wenn ich, je nachdem, wie ich die Fragen beantworte, schmeiße ich bestimmte Studiengänge raus und bestimmte Studiengänge bleiben. Und am Ende bleiben die Studiengänge, die Avatare übrig, die zu meinen Antworten passen. Also das ist dann sozusagen eine Empfehlung für ein bestimmtes Fach. Das ist eine Möglichkeit hier, es ist eine sehr fachübergreifende Angelegenheit hier und genau. Dieses Beispiel ist schön gelungen. Auf der anderen Seite zeigt es auch so ein bisschen den Spagat zwischen einer echten Auseinandersetzung und einem reinen Spiel. Und dazwischen gibt es sicherlich auch einen Weg, ja, für die Studienfachorientierung Elemente zu nehmen, die attraktiv werden. Ich sehe gerade, wir sind ja ganz knapp in der Zeit. Ich würde Sie, wenn Sie wollen noch mal darum bitten, noch 5 Minuten länger zu machen. Wir sind kurz vorm Ende. Wir haben jetzt noch dieses Gamification-Thema. Das würde ich gerne noch besprechen und auch die letzte Folie noch mal anschauen. Genau, also wenn Sie einverstanden sind, würde ich noch etwas weitermachen. Wenn jetzt im Chat keine Gegenrede kommt dazu, dann würde ich einfach noch mal die letzte These anschauen und dann sind wir auch schon am Ende. Ah ja, ich sehe gerade, die Teilnehmer müssen los. Gut, dann werde ich diese 4 Minuten noch gut füllen mit der letzten These. Genau, zu Gamification war ich jetzt auch sozusagen am Ende, dass man nochmal überlegt, okay, worum geht es? Geht es eher um die ernsthafte Auseinandersetzung, wo ich gute Aufgaben auch entwickle, die sehr attraktiv sein können für den Durchlauf oder nicht? Und genau, das lasse ich jetzt auch erstmal so stehen, die letzte These, die ich habe, sind nochmal so Vor- und Nachteile verschiedener App-Typen. Und zwar gebe ich Ihnen einfach mal die Übersicht, das ist die App-Typen Nativ-Web-App, die ich jetzt hier nur betrachte, anschaue, dass man halt bei einer nativen App einfach auch so den Download über App-Stores hat. Damit hat man auch die Bewerbung dieser Angebote ganz gut dort. Das sind kleine Programme, die auf den Endgeräten installiert werden. Auf der anderen Seite haben wir die Web-Apps, die über den Browser geöffnet werden und so ein bisschen wie die native App erscheinen. Bei den nativen Apps haben wir nur bestimmte Betriebssysteme, für die entwickelt wird. Bei den Web-Apps den Vorteil, dass alle Betriebssysteme bedient werden. Dadurch habe ich ganz andere Entwicklungskosten. Bei den Web-Apps sind die niedriger als bei den nativen. Und der Nachteil bei den nativen Apps ist, dass ich halt die Veröffentlichung durch so einen Zulassungsprozess der App-Stores irgendwie benötige und immer auch Updates für ein eigenes Betriebssystem entwickle. Das ist bei der Web-App eben anders. Das ist eine schnellere Veröffentlichung. Updates und Verbesserungen sind einfacher zu bewerkstelligen. Das ist jetzt mal so der Ritt durch diese App-Typen. Wichtig ist an dieser Stelle nochmal so zum Abschluss, dass diese Überlegung bei der Entwicklung in technischer Hinsicht auf jeden Fall getan werden muss. Die Frage ist, wie soll die Reichweite sein? Soll es mindestens Android- und iOS-Geräte sein oder wie soll der Zugang und die Reichweite sein? Einfach kostenfrei, gerade für die Zielgruppe der Studieninteressierte ist das sicher eine wichtige Überlegung. Und wie soll die Nutzerfreundlichkeit sein? Also, weitere Fragen, die sich hier auch anschließen, wer entwickelt die App? Wie viele Ressourcen hat man für die Entwicklung? Und wie viel Budget ist da? Und wie nachhaltig sollte die App-Entwicklung in technischer Hinsicht sein? Das sind so die letzten Punkte. Im Prinzip lasse ich es jetzt an dieser Stelle auch stehen. Wir haben noch 1 Minute. Ich würde gerne noch mal so zum Abschluss Ihre Fragen, Wünsche, Visionen, Einwände und Hinweise aufnehmen. Ich gebe Ihnen mal die Abfrage Hinweise, Wünsche und Visionen. Da können Sie auch Fragen reingeben. Also wenn Sie mögen, können Sie da noch mal was reintragen. Und dann sind wir auch sozusagen am Ende dieser Veranstaltung.
Vielleicht haben Sie jetzt auch in diesem Moment, weil es doch sehr kompakt war, keine Hinweise, Visionen, Wünsche. Genau, wenn das nicht der Fall ist, würde ich. Ah ja, da kommt noch was. Wie lange hat es gedauert, eine App zu entwickeln? Sie haben gesagt, die Kompetenzprofil entwickelt. Das genau. Im Prinzip ist es so, dass das sehr unterschiedlich auch von dem Ansatz, was für eine App man entwickelt, sein kann. Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Das hängt ja damit zusammen, welche Funktionalitäten in dieser App vorhanden sein sollen, wie umfangreich und komplex das ist. Mit so einem differenzierten Feedbacksystem ist das schon ein aufwendigeres Projekt. Diese Kompetenzentwicklung, die Sie angesprochen haben, ist erst einmal nur eine reine Analyse der Kompetenzen, Kernkompetenzen in einer Fakultät, in den Studiengängen. Da ist noch nichts weiterentwickelt worden. Das ist nur die Basis für den Bereich, dass ich die Anforderungen in einem Fach oder in Studiengängen gut darstelle. Hier habe ich noch eine Frage oder eine Antwort. Am Ende kann man den Studieninteressierten die Auseinandersetzung nicht abnehmen. Das ist korrekt. Man kann gute Angebote bieten. Der Gang zur direkten Beratung ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Genau, aber Zeit und Auseinandersetzung, das müssen die Teilnehmenden auch oder die Studieninteressierten selber tun. Ja, vielen Dank noch für diese Hinweise. Dann würde ich mich von meiner Stelle auch gleich verabschieden. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Hier habe ich nochmal eine Literaturübersicht, falls Sie das interessiert. Und danke Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Beteiligung. Ja, vielen Dank, Doris, für die vielen Inhalte. Das ist wirklich viel gewesen, aber auch wirklich sehr, sehr informativ, wie ich finde. Und ich habe ja noch eine Frage zum Abschluss, wenn ich die noch mal ganz kurz stellen dürfte. Wenn man also du bist ja selber Sozialwissenschaftlerin, was würdest du denn empfehlen, wenn wir jetzt ein Webinar, Quatsch, so eine App einrichten wollten oder eine mobile Ansicht von User, wie heißt die Abkürzung immer? Von einem User Self, von einem oder Online-User, genau, von einem Online-Self-Assessment. Was Online-Self. würdest du denn sagen, wen man da dran setzen sollte? Also grundsätzlich ist es schon wichtig, sozialwissenschaftliche oder Kenntnisse aus der Psychologie mitzubringen, um so einen Test oder eine Fragenbatterie, Statementbatterie zu konstruieren, zu entwickeln zu können. Dann hängt es aber noch davon ab, welche Ausrichtung dieses Angebot hat. Ist es sage ich jetzt eher Eignungsdiagnostik angelegt, dann frage ich ja bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ab und mache auch so eine Passungsanalyse. Dann müssen die Wirksamkeit ja auch untersucht werden und das heißt, sind Statements, die ich habe, Abfragen, sind die valide, messen die auch genau das, was ich wissen will oder nicht? Da braucht man schon einen gewissen Hintergrund. Ansonsten ist es so, dass andere Angebote, die informieren und auf den Erwartungsabgleich von falschen Erwartungen, richtigen Erwartungen abstellen. Da ist es auch wichtig, dass man Untersuchungen, Erhebungsmethoden umsetzen kann und aus Befragungen und Analysen der Studieninteressierte, die wichtigsten Statements entwickelt. Also grundsätzlich braucht man neben dem methodischen Handwerkzeug auch die Fachexperten drin. Ich weiß das noch aus Test-Yourself-Seiten, dass die Fachleute, die Juristen da auch wichtig waren und dass eine Kombination aus den methodischen Kenntnissen mit den Fachexperten, dass die Zusammenarbeit wichtig ist, um die richtigen Anforderungen zu definieren. Ja klar, das glaube ich ganz, ganz hundertprozentig. Aha. Ja, vielen Dank, Doris. Es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr da und deswegen würde ich jetzt mal umschalten noch auf den Beginn sozusagen unseres Ausgangs oder unseren Ausgangspunkt und mache jetzt einfach nochmal darauf aufmerksam, wenn Sie eine weitere Beratung wünschen. Die Doris Meissner kommt jetzt von der LUH, von der Uni Hannover, aber auch die anderen Hochschulen, Universitäten
Aspekten stehen Ihnen zur Verfügung für die weitere Beratung auch in dem Bereich. Ich selber könnte jetzt nicht da keinen großen Beitrag leisten, aber wir können immer sehr gut vermitteln auch. Und das ist eben auch eine Stärke von eQuilt, weil wir einfach ein großer Zusammenhalt sind und können gut auf andere Hochschulen verweisen oder haben vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort schon ein bisschen mehr eine Haut drauf haben. Ja, ansonsten möchten wir Sie nochmal ganz herzlich bitten, uns ein Feedback abzugeben. Das ist relativ kurz. Mit Smileys können Sie kurz sagen, wie Sie das fanden. Aber Sie können noch Bemerkungen reingeben, was wir vielleicht besser machen könnten. Oder vielleicht haben Sie auch noch Vorschläge für weitere Themen innerhalb von Webinaren. Am besten Sie nehmen sich den Link hier ab aus dem Chat, den habe ich hier schon mal reingenommen, damit kommt man dann relativ gut rein. Und das Kennwort ist eQuilt. Ja, dann verbleiben mir noch zwei Dinge, nämlich die eine Geschichte, Sie auf die nächste Webinarreihe dafür Werbung zu machen. Wir fangen wieder im Oktober an. Die jetzige, die geht heute zu Ende mit diesem schönen Webinar von Doris. Und wir freuen uns, wenn Sie mal auf die Webseite gucken, www.equult.me, oder einfach beim nächsten Mal wieder reinschauen. Und das Zweite ist, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie wieder, schauen Sie wieder rein. Okay, bis dann. Tschüss.